Und es ist noch immer winterlich, es schneit im Spiel. Und wir starten direkt los. Oh, wunderbar, da kriegen wir schon Unterstützung. Genau so will ich das haben. Da wir genug sind, fange ich das Ganze an. Und wie im letzten Video schon erwähnt, sobald ich das Zahl, also sobald wir das Ganze erreicht haben mit den 300 Abonnenten, ich glaube, wir sind knapp jetzt bei 280 oder so, gibt es ein 300 Abonnenten Special. Also seid gespannt. Gut, 18 Minuten Zeit. Wir müssen Überlebende retten, alles klar. Eine neue Karte, da unten sind schon Kameraden von uns. Und ja, ihr müsst mich natürlich etwas entschuldigen, da ich wirklich sehr lange Zeit jetzt Fortnite oder generell das Zocken etwas vernachlässigt habe. Muss jetzt genau in das Spiel jetzt wieder reinkommen, aber es war im ersten Video schon ein guter Ansatz. Ich finde den Tanzmove immer noch so geil. So, weiter geht's. Geil sind die aus wie richtige Holzfäller. Weg ganz unten, alles klar. Rüber da. Und ihr könnt gerne in die Kommentare die Wünsche schreiben, was ich wirklich als nächstes zocken könnte. Also natürlich zusätzlich zu Fortnite, weil Fortnite-Videos werden noch weit einkommen. Das immer noch das meiste ist, was ich in den Kommentaren immer mitbekomme, das gewünscht ist. So. Ah, komm her. Gut, du bist frei. Ja, lauf natürlich, der Lauf wieder in die Gegner rein. Ja, gern geschehen. So, gut, den ersten haben wir. Da hinten. Also ihr seht immer auf der Karte, also rechts im Eck, mittig, blaues Symbol, das ist wieder ein Überlebender, also rüber da. Und unterwegs natürlich immer Ressourcen, alles was geht, einfach mitnehmen. Holz, Ressourcen. Wir haben dann wieder die Mission, wie wir unser Turm oder unsere Verteidigung im Dorf einfach verbessern können. Ja, bin schon da. Keine Hektik. So. Gut, nehmen wir mal den Fetzer da mit. Jungs, wäre nicht schlecht, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Bevor unser Überlebender nicht mehr überlebt. Ja, dann lauf weg. So. Du bist da immer meinen Roboter rauszuholen, weil. Wow. Weg mit euch. Ist ja heftig, was die aushalten. Ist ja nicht mehr normal. Gut. Wir brauchen mehr von deiner Ja, Sorte. nice. So, Rohstoffe. Nehme ich gerne alles natürlich mit. Wie gesagt, ich vergesse dann immer, dass ich da einen Roboter als Hilfe habe. Den kann ich ja öfter rausholen. 1,50 m habe ich noch. Der unterstützt ja ganze Zeit. So. Eine ziemlich schöne, aber verlassene Stadt. Okay, er hat dein Spiel verlassen, alles klar. Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Die Hüllen dürfen die Drohne nicht zerstören. Begib dich zur Absturzstelle. Okay, haben sie die Drohne schon entdeckt? Eigentlich wollte ich den. Ja, komm.
Okay, dann beschütze ich lieber die Drohne, bevor ich da ganze die Überlebende suche. Und zwei bräuchte ich noch. Zwei bräuchte ich noch für die Quest. Okay, das geht sich glaube ich noch aus. Okay, da haben wir noch wieder Unterstützung durch einer beigetreten wieder. Ja, ich bin schon da. Ich bin schon da. Die Überlebenden sind auch, entweder verstecken sie sich wirklich sehr, sehr gut, oder die stehen einfach mitten auf der Straße und ja, wundern sich, wieso sie dann sterben. So, rauf da. Komm schon. Ich hoffe, ich bin da jetzt richtig. Doch da irgendwo. Hey, wo bist du? Laut der Karte weiter oben. Ja, natürlich hier schon meine Baukünste. Wow. Ganz oben auf dem Dach oder wie? Müsste mich da wirklich an den Baum wieder gewöhnen. Okay, Muni nehme ich immer mit. Munition. Wo ist der jetzt? So gut wie der sich versteckt hat, der wird schon überleben. Ach, unter uns. Ja, da ist er, komm. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich ja. weiß, es ist viel verlangt. Ich kann ohne nicht weg. Hier irgendwo in der Nähe. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Ja? Wieso ist die Quest jetzt nicht erfüllt? Super! Mit denen bauen wir weihnachtliche Geisterkumpel für Willow. Das wird sie sicher aufheitern. Ich meine, viele Weihnachtsgeschichten haben ja auch. Ja, es ist schon teilweise richtig verpackt. Das meistens keine guten, aber naja. Auch Gruselwesen haben ein Recht auf Weihnachtsstimmung. Ich kann mit dem nicht mal reden. Noch mehr Laken. Okay. Ja, komm schon raus da. Muss da meine Kameraden unterstützen. Oben fünf Ausrufezeichen. Da muss doch auch noch was sein. Okay. Alles klar, ist da immer noch einer, der überleben hat. Überlebenden finden, gut. Das ist ja wieder genial, dass der da einfach verbuggt ist. Richtig genial. Ja, komm schon, ich versuche das jetzt noch einmal. Vielleicht können wir ja jetzt mit ihm quatschen. Wir ganz vergessen, es gibt ja auch Daily Quests. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Ah, jetzt geht's auf einmal. Jetzt geht's natürlich. Alles klar.
Ja, wie gesagt, es gibt ja auch Daily Quests, wo wir dann auch sehr viel Erfahrung und Punkte bekommen. Da müsste ich auch mal wieder nachschauen. Ich sehe jetzt hier keinen Überlebenden mehr. Vielleicht taucht er ja noch irgendwo auf. So. Luglo, ja, komm, nehme ich mit. Den nehme ich auch noch mit. Da muss ja auch noch eins sein. Oh. Eine Schatzkiste und Überlebende anscheinend. Gut. Ist ja da hinten ist. Da hinten ist sie. Weit schon. Keine Panik. Ja. Schön, meine Freunde. Okay, es ist generell eine Daily wahrscheinlich, 60 Überlebende. Alles klar. Alles klar. Das sind ja eine Menge. Jetzt müssen wir die Mission abschließen. Gut. Schauen dabei, das ist ja ein Ausrufezeichen. Unserer Überlebenden gefährdet und jetzt ist er auf der Flucht. Wir müssen ihn zur Heimatbasis zurückholen und wir müssen herausfinden, wieso er flüchtet. Schön, unsere Arbeit wieder zunichte gemacht. Da bemühe ich mich die ganze Zeit, jemanden zu retten, und jetzt ist er wieder weg, anscheinend. Aber dann finden wir noch. Erst einmal. Schauen, was da für ein Ausrufezeichen ist. Ich höre da wieder was Fettes. Wer randaliert da? Wer macht da Ärger? Komm, der kriegt schön an die Fresse. Gut, dass wir das auch noch zusätzlich aktivieren. Hilft uns natürlich bei unseren Missionen. Glaube, da unten ganz rechts ist noch nicht alles entdeckt. Laufe ich mal schnell rüber. Ich versuche natürlich nach Möglichkeit die ganze Karte immer aufzudecken und alles zu zeigen, was da wirklich im Umlauf ist. Das macht für euch das Ganze auch einfacher. Natürlich, um die Quest wieder abzuschließen. Seine Überlebende, alles klar. Ganz oben rechts. Rüber da. So. So. Gut, jetzt kommt eine Drohne natürlich zum Einsatz. Eskaliert natürlich wieder. So.
Luglu. Ja, so allzu schwer war das gerade jetzt nicht. Ich liebe die Fähigkeit, ich liebe es. Okay, mit Schrotflinte den erledigen, haben wir ja auch noch eine Quest. Alles klar. Also den Cowboy noch. Cowboy nehme ich immer gern mit. Ich müsste da wirklich eventuell fürs nächste Video mal reinschauen. Was ich da alles an Tagesquests offen habe. So, 3 Minuten noch. So, gibt's da noch was, was wir nicht entdeckt haben? Da hinten ist noch ein Ausrufezeichen, da schaffe ich noch rüber. Was geht eigentlich hier ab? Auf was wartet ihr? Okay. Sterne unterwegs. Muss man nicht verstehen. Okay, 2 Minuten. Soll sich noch ausgehen. Dass wir das letzte Ausrufezeichen noch finden. Ja, Blue lasse ich jetzt mal weg. Ich hole mal unsere Drohne zum Einsatz. Komm, ja. Easy Zeit. Ich hoffe, es geht sich noch aus. Ich hoffe, es geht sich noch aus. Komm, wenn schon gerade da ist. Wenn schon gerade ein Blue in der Nähe ist. So. Da irgendwo muss es sein. Hier weiter unten. Alles klar. Graben wir einen Stock tiefer. Ich finde da jetzt gerade da ist ja was. Kein Spielautomat, alles klar. Nein. Und das war's. So, 7 Sekunden noch. Raus da. Ich kann's nicht fassen. Das waren fast alle. Ja, natürlich. Schön. Wieso bist du hinter Ted her? Weil ich eine Katastrophe bin. Was soll ich eigentlich darstellen? Eine Truppe? Eine Kriegswaffe? Oh, ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Aber das Kleid gefällt mir. Oh, er schießt die hier nicht, Kuschelbär. Er schießt niemanden, Kuschelbär. Oh, vorsichtig! Ich kann ihn nicht beruhigen, wenn er sich erstmal aufregt. Sehr gut zu wissen. Gut, Mission abgeschlossen. Zurück zur Heimatbasis.
mache ich die Kisten nur auf. Oder die Kiste ist beziehungsweise schon offen. Ein Lamm haben wir ja bekommen, das mache ich noch auf. Und wir können dann schon mit dem nächsten Quest weitermachen. Ja, Beute Level 3. Nehme ich alles mit. Okay, die Quest ist doch nicht erfüllt. Oh, Geisterbaum, alles klar. Müssen wir dann noch alles machen? Schauen wir mal. Also, wir müssen Akten sammeln. 2 von 10. Mich bereit? Ja gut, dann machen wir einfach im nächsten Video direkt weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.